Warum misshandeln Menschen Tiere? Die Forschung hat sich da stets weiterentwickelt. In den 1970er Jahren kam in der amerikanischen Kriminalforschung eine neue Methode zum Analysieren des Verhaltens von Tätern auf. Beim Behavioral Profiling werden gezielt psychologische Akten erstellt, um Gemeinsamkeiten in den Verhaltensweisen der Täter zu finden. Aus dieser Methode entstand dann übrigens später die Psychotherapie, um psychologische Störungen und Anomalien zu behandeln. Das FBI, Hauptentwickler der neuen Methode, entdeckte, dass es zwischen Mördern und Werkgewaltigern eine auffällige Gemeinsamkeit gab. Die meisten hatten in ihrer Kindheit Tiere gequält. Für dieses Verhalten prägte man den Begriff Intentional Animal Torture and Cruelty, kurz IATC. Man forschte weiter und fand heraus, dass etwa ein Drittel bis die Hälfte aller Sexualstraftäter in ihrer Kindheit oder im Jugendtiere misshandelt hatten. Es gibt also einen signifikanten Zusammenhang. Doch warum hängt Tierquälerei in der Kindheit mit einer späteren Neigung zu Gewalt und Sexualdelikten zusammen? Wie viele anderen Formen der Gewalt wird Tierquälerei von Menschen begangen, die sich machtlos oder unbemerkt fühlen oder der Kontrolle durch andere ausgesetzt sind. Der Zusammenhang wurde in den letzten 25 Jahren durch die psychologische Forschung näher untersucht und man fand heraus, dass Tierquälerei in der Kindheit häufig mit dem Missbrauch, der Misshandlung oder der Vernachlässigung durch die Eltern zusammenhängt. Das ist mein Problem. Dann tötet eure Tiere. Seitdem gilt Tierquälerei auch als eines der wichtigsten Warnzeichen in Bezug auf spätere Neigungen zu Gewalt und Misshandlung. Keine weiteren Artikel vorhanden. Da habt ihr es, ey. Ihr seid auch nicht filigran genug, um eine Spezies auszurotten. Da könnt ihr so viele Vögel und Katzen töten, wie ihr wollt und mich vorhin. Dazu seid ihr einfach nicht filigran genug. Euch fehlt es an Intellekt in allen Bereichen. Man kann nicht mal ein Intellekt ansprechen bei euch.